for this, you crazy mother. Hallo und herzlich willkommen, ihr Glossbosse, zum dritten Beading Battle. Heute nehmen wir Produkte von Mancerna und Sonax unter die Lupe. Einmal das Powerlock von Mancerna und das Protect and Shine bzw. Netshield von Sonax. Beide Produkte sind für unter 20 Euro zu beziehen, ideal für Anfänger geeignet und somit die perfekten Gegner. Die komplette Motorhaube wurde mit der Meguiar 205er poliert und anschließend Gear und Prep entfettet, damit beide Produkte dieselben Startvoraussetzungen haben. Das Auftragen geht bei beiden Produkten recht easy. Auf der linken Hälfte der Motorhaube ist das Mancerna Powerlock und rechts das Sonax Protect and Shine. Das Abtragen ist allerdings beim Sonax Produkt mit deutlich mehr Arbeit verbunden und muss recht zügig nach ein paar Sekunden geschehen. Das geht beim Powerlock richtig locker von der Hand, wenn man ca. 5 bis 10 Minuten anziehen lässt und mit dem Fingerwischtest den optimalen Zeitpunkt zum Abtragen bestimmt. Das Abperl- und Ablaufverhalten von Wasser können bei beiden Produkten nicht unterschiedlicher sein. Während beim Sonax alles schön perlt und abläuft, sieht es beim Mancerna nicht so prickelnd aus. Total deformierte Wasserperlen und quasi kein Ablaufverhalten, wie ihr später sehen werdet. Für mich gibt es einen eindeutigen Sieger, nämlich das Sonax Protect and Shine. Richtig schöne runde Wasserperlen, die sich kaum auf dem Lack halten können, weil das Wasser keine Chance hat, sich auf dem Lack niederzulassen und sofort abfließt. So, das war's von mir. Ich mache noch ein bisschen Musik an. Ihr genießt die Wasserperlen und bis zum nächsten Beading Battle.